yeah, Elektroschrott. Service, meine Lieben. Heute Mehl backt es mal wieder und ich habe ein Double Feature für euch. Zwei Pakete, yay. Yeah. Gut, aber bevor es losgeht, erstmal das gute Rappen-Winterbier, Kellerbier-Dingsbums, weil nach einem anstrengenden Tag, vier leer geflogenen Akkus in meinem Kopter, naja, da gibt es mal einen Schluck zum Packei. Lecker Zeug. So. Wir fangen an mit diesem ziemlich dicken Paket. Von Thomas G. aus B. Dazu eine putzige kleine Geschichte. Der gute Mann ist kein Zuschauer dieser hervorragenden und nicht preisgekrönten Videoserie hier, sondern das ist ein User aus dem Forum von Microcontroller.net. Und in selbigem Forum sagt er, er habe Dinge zu verschenken. Ich war der Erste, der hier geschrien hat. Insofern, hier sind diese Dinge drin. Und er hatte in der Mail sowas angedroht, angekündigt, dass da vielleicht auch noch überraschende Sachen dabei sein könnten. Aber schauen wir doch mal, was der Thomas mir hier geschickt hat. Ja. Ja. Hervorragend. Verpackungsmaterial kann man ja nie genug haben. So, dann schauen wir doch mal. Ah, das hier sind die Überraschungsteile, die Füllmaterial. Amtlich geil. Thomas, danke, solche Gehäuse suche ich die ganze Zeit. Ich bin immer total happy, wenn ich eins kriege. Und ja, darüber freue ich mich sehr. Das ist total gut. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es aufkriege. Das scheinen hier geklipste zu sein. Kriege ich irgendwie hin, aber hier zwei Stück Projektgehäuse. Top geil, da muss ich nicht mal selber was basteln. Und dann haben wir hier diese acht weißen Boxen. Das ist es, was er eigentlich verschenkt hat, der Thomas. Und was ist da drin in den acht Boxen? Überall das gleiche. Original verpackt von Firma Polin. Netzteil. Und zwar, was haben wir hier? 5 Volt, 1000 mA, 5 VA. Stabilisiert, wie ich weiß. Und dem Gewicht nach richtig schöne ordentliche Trafo-Netzteile, ja. Also nicht dieser Elektrosmog-Schaltnetzteil-Müll, allerdings mit sehr, sehr merkwürdigen Stecker. Macht aber nichts. Die kann man ja abmachen und was Vernünftiges dann machen. Gut, ansonsten ist nichts drin. Aber warum sollte auch, es war ja kein Mehlbacke-Paket, sondern es ging um diese Netzteile. Und wie gesagt, danke für den Bonus. So. Und jetzt wenden wir uns einer kleinen Premiere zu. Und zwar handelt es sich hierbei um eine tatsächliche echte Mehlbacke-Ansendung hier. Mal kurz hier. Ne? Und zwar von Aaron F. aus K. Und die Besonderheit an der Einsendung von Aaron F. aus K. ist, ja, da muss ich euch jetzt was gestehen. Kinders, das hier ist das allererste Mehlbacke-Paket von jemandem, den ich nicht persönlich kenne, weil das Zauberpony, ne? Und der Philipp und der Ford und der Onyx, die meine bisherigen Einsender waren. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber die kenne ich alle mehr oder weniger gut, eher mehr. Und hier der Aaron, das ist tatsächlich der erste Videozuschauer hier, den meine unglaubliche Berühmtheit dazu verleitet hat, mal auf der Infoseite von meinem Channel zu gucken, ein Paket zu machen und mir das zu schicken. Ich weiß das zu schätzen. Große, große Klasse. Und jetzt schauen wir mal, was drin ist. Aaron sagt, ein bisschen Elektroschrott für dein Kunstprojekt. Viele Grüße, Aaron. Coole Schrift übrigens. Falls ich jemals eine Band gründen sollte und jemanden brauche, der mir das Cover beschriftet, Aaron, du darfst. Oh, wie geil ist das denn? Mal der Reihe nach. Ich fange mal an mit einem Helikopter. Der hat jetzt offensichtlich etwas weniger Leistung als mein Quadcopter, aber sieht soweit intakt aus. Ich habe hier keine Fernbedienung, das wird dann im Zweifelsfall die Herausforderung, das irgendwie fernzubedienen. Dann habe ich hier
eine größere Länge Widerstände, teilweise auch ziemlich dicke Dinger. Mal, was haben wir denn hier? Also, ja, ich bin jetzt nicht so knackig dabei, die Beschriftung zu lesen. Wir haben hier Braun, Schwarz, Schwarz, Gold. Das müsste sein 100 Ohm. Und diese großen Dinger hier sind 1 oder 2 Watt Fett. Dann hier auch nochmal so ordentlich fette Dinger. Ein paar kleinere Sachen. 470 Ohm, 100K. Ah, und diverse andere Werte auf Gurten. Cool, kann man ja immer gebrauchen. Dann zwei Steckkarten. Oh Mann, meine PC-Zeiten sind jetzt natürlich ein bisschen länger her. Ich glaube, das ist ein einfacher PCI-Slot. Der Anschluss lässt auf Netzwerk oder ISDN schließen. Es sind Sockel für Dinge dabei. Das lässt mich jetzt wiederum auf Netzwerk tippen. Und zwar aus dem einfachen Grund, das wären dann typischerweise diese Bootroms. Hier wurde irgendwas mit zwei LEDs dran gemoddet. Ich tippe mal auf RXTX. Quality Control 2003. Also meine Vermutung, ohne weiter nachzuschauen, auch angesichts der Tatsache, dass ein Realtek-Netzwerkchip drauf ist, 100 Mbit Netzwerkkarten PCI, zwei Stück. Oh, Schalter. Ein schöner, dicker Netzstromschalter, sehr schön, gut zu brauchen. Folienkondensatoren, glaube ich. Also mit ziemlicher Sicherheit Kondensatoren. Die Aufschrift auf diesen Dingern ist 100/10. 2 plus 100/10. Ich kann mich düster entsinnen, dass ich das irgendwo mal schon mal gesehen habe. Ich glaube, das sind 100 Mikrofarad 10 Volt oder so. Ihr dürft mir in die Kommentare schreiben, wenn ich es mal wieder falsch rum hatte. Vielleicht, ja doch, ich glaube, es waren 100 Mikrofarad 10 Volt. Oh. Zwei sehr schöne 28-Pin-Sockel, die sind natürlich immer sehr, sehr hübsch für ICs mit 28 Pins. Na, wer kennst du noch? Die guten alten Lautsprecherstecker von ganz damals. Interessanterweise am anderen Ende nicht mit dem Kabel. Ich vermute, das ist ein Adapter von ganz alte Lautsprecherstecker 1 auf ganz alte Lautsprecherstecker 2. Dann haben wir das, was man normalerweise so schön als ein Konvolut Altmüll bezeichnet. Da sind solche schönen Sachen drin. Ich gebe das hier mal in die Kamera, ja. Ja, Lichtverhältnisse sind nicht so prickelnd, ihr könnt das hier schon erkennen. 0,07 Mikrofarad, plus minus 10%, 630 Volt. Oh. Oder da diese Dinger hier gepolt sind, das, oh, ich habe keine Ahnung, was das alles ist, das muss ich mal schauen. Aber da der Rest Kondensatoren sind, würde ich mal drauf tippen, Elektrolytkondensatoren irgendwelcher Art. Große Sachen. Hier steht drauf 0,12 1000/ 400 Welle und dann würde ich mal raten, es sind wahrscheinlich Kondensatoren. Da steht noch plus minus 5% drauf, okay. 0,12 würde ich sagen 0,12 Mikrofarad und die beiden anderen Zahlen sagen mir bis 1000 Volt Gleichstrom oder 400 Volt Wechselstrom. Hey, was weiß ich, vielleicht kann ich sogar irgendwo mal gebrauchen. Und jetzt geht es sehr in die Richtung, oh, putzig, schau mal. Widerstände, und zwar 2,7K, nochmal 2,7K, nochmal, und hier 3,8K. Und zwar in Minimave Packages. Die habe ich bisher noch überhaupt nicht. Ich wusste auch nicht wofür, aber es sind jedenfalls Widerstände in Minimave Packages. Und zwar verflucht viele davon. Ich glaube, ich werde nie wieder 2,7K Widerstände kaufen müssen. Smurfblatt. Ja, fette Ausbeute. Danke, Adam. Sehr geil. Nimm's mir nicht zu übel, aber ich glaube, das hier...
Ich lege es mal zur Seite. Vielleicht will ich ja mal was reparieren, sieht aber jetzt eher so nach Schüttgut fürs Kunstprojekt aus, in der Tat. Besonders geil finde ich die ganzen Widerstände, vor allem weil hier so ein paar von diesen dicken 1 und 2 Watt Widerständen dabei sind. Sowas hatte ich noch gar nicht. Und bei dem Hubschrauber, ich glaube, der Sascha Berger, der hat auch sowas. Vielleicht funktioniert seine Fernbedienung hier damit. Mal schauen. Ansonsten Einzelteile oder Deko-Gegenstand. So, das war's, ne? Mehr war im Paket nicht drin. Und in diesem Sinne, schönen Feierabend, Prost und Tschüssing.